Vielleicht ist es, ist es echt eine Gitarre. Bum, 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 da, da. So eine Coldplay-Gitarre. Ja. Hi, ich bin Paul Falk, Musiker und Musikproduzent. Zu viel Coldplay, ich liebe Coldplay! Ja. Zu Musik gekommen bin ich durch die Familie. In unserem Haus lief immer Musik und Künstler sind ein- und ausgegangen. Das heißt, ich habe es irgendwie von klein auf eingeatmet, diese Luft der Musikwelt. Es ist so, dass ich eigentlich immer jeden Tag, so nach der Schule, nach der Grundschule, nach dem Kindergarten, bin ich ins Studio gegangen, da gab es erstmal Mittagessen und habe eigentlich mehr jeden Tag da irgendwie den ganzen Alltag angeschaut und das war total spannend, hat mich fasziniert. Es gibt immer noch viele Momente, die mir irgendwie nochmal kommen oder die, wo ich darauf zurückschaue. Als bekannte Künstler, als Karel Gott, als Pur, als all die Leute im Studio waren und ich dabei sein durfte, das war toll. Und was kommt dann? Kommt jetzt ein Aufbaupart, weil jetzt fühle ich, dass die Kick irgendwie weg ist und dann so ein... Und dann auf der Bühne zu stehen mit dem Vater, das war auch irgendwie total erstmal strange und dann über die Jahre ist daraus so eine Freundschaft und so eine coole Bandgeschichte entstanden, dass wir echt 10 Jahre lang total viel Spaß hatten. Zeit für Privatleben ist da nicht wirklich gewesen, aber das war auch so in Ordnung, weil es einfach riesig Spaß gemacht hat. Und wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Und, das hoffe ich doch. Nee, es ist ganz besonders und das ist eine Familie der besonderen Art und man kann sagen, die Musik hat uns zusammengeführt und Max und mich zu guten Freunden gemacht, dass wir sogar zusammen wohnen. Richtig. Das funktioniert. Mein Vater ist ja nicht irgendjemand. Musikproduzent Dieter Falk, ein sehr bekannter, erfolgreicher Komponist, vor dem ich meinen Hut ziehe und der für mich auch gewissermaßen musikalisches Vorbild ist. Aber es ist einfach so, dass man sehr schnell, wenn man immer mit ihm unterwegs ist und auf der Bühne steht, im Schatten von einem Menschen steht, weil er derjenige ist, der einfach das ist, was er ist und der schon so viel erreicht hat. Es ist einfach so, dass ich meinen eigenen Weg musikalisch gehen möchte und auch mein eigenes Studio jetzt habe, meine eigenen Projekte habe, meine eigenen Leute kennenlernen möchte, unabhängig von ihm. Ich will einfach ganz viele neue Sachen einatmen und das machen können. Ich glaube, dass ich definitiv im Pop landen werde, weil das ist so mein Zuhause. Die mitsingbare Popmusik, aber auch die einfühlsame, emotionale Popmusik. Und da bin ich gerade auch am meisten für am Schreiben. Ich kann nicht aufhören dran zu denken, was aus uns geworden wäre. Es ist aber trotzdem so, dass ich auch für andere Genres schreibe, weil ich gerade irgendwie total viel machen will. Ich bin total hungrig. Also wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, neulich ist eine Metalband um die Ecke gekommen, hat mich gefragt, ob ich einen Song für die schreibe. Da habe ich das auch gemacht. Ist mir doch egal, ob schon morgen die Welt zum Schwer. Irgendwann stellt man dann auch fest, dass auch Schlagermusik ist und dass auch Schlager Spaß machen kann und dass auch Schlager sehr viel Platten verkaufen kann. Aber wenn man Zeit hat, dann soll man sie nutzen und so viel mitnehmen wie möglich und so viele Leute kennenlernen und seinen Kosmos so zu erweitern, wie es nur geht. Man ist jung, man soll alles einatmen und mitnehmen und dann irgendwann wird dann auch die Spezialisierung von alleine kommen, bin ich mir sicher. Also im Songwriting oder bei mir im Songwriting, was eigentlich sehr klassisch ist, ist es eigentlich so, dass es immer 2 oder 3 Leute gibt. Dann entsteht quasi relativ schnell ein Demo. Und der Tracker oder der Producer, der ich da meistens bin, ist dann dafür verantwortlich, dass das Ganze halt einfach gut klingt und zusammengefügt wird zu einem Song. Da machen sie auch mal einen Part. Und das ist total spannend, weil man sitzt immer vorm Rechner, aber man hat doch so viele Ideen und Einflüsse, die man damit reinbringen kann, aber auch so viele Entscheidungen, die man fällen muss, weil man muss jetzt sich entscheiden, nimmt man jetzt die Gitarrenmelodie, nimmt man das, nimmt man die Melodie, nimmt man das und das macht total viel Spaß. Ja, ich kann von der Musik leben.
sogar gut gerade. Also durch die Konzerte und all das, was kommt, ist das gerade sehr dankbar. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und ich hoffe natürlich nächstes Jahr auf den ein oder anderen Chart-Entry oder auf den ein oder anderen guten GEMA-Beitrag. Ne? Aber das, ich bin da auch ganz entspannt. Ich habe das Gefühl, wenn es gerade läuft, dann bleibt es auch so. Wenn man einfach, die Hauptsache ist, man macht. Und man muss einfach machen, 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 machen und dann kommt auch irgendwann was zurück. I'm scared of change. Ich glaube, ein Leben ohne Musik wäre undankbar und langweilig. Musik verbindet Menschen, das hat man immer gesehen. Es wird auch immer so sein und das ist eines der wichtigsten Dinge, dass Musik Menschen zusammenführt. Und wenn das fehlt, ist, glaube ich, ein elementares Ding weg und das wäre schade.